Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Im letzten Part haben wir unsere persönliche Geschichte so ein bisschen angekratzt, langsam angefangen, da ein bisschen Fuß zu fassen. Und da werden wir natürlich heute weitermachen. Die Lorbeeren zurückholen, holt den Translokator eurer Crew zurück, trefft Soja auf dem Weg nahe der Hydron-Einheit. Wir haben nochmal die Geschichte dazu. Meine Crew gewann mit ihren Interraum-Translokator den Snuffpreis auf der Inquest 2, behauptet steif und fest, wir hätten ihre Pläne gestohlen. Ratsmitglied Flax gestand uns den Preis zu, allerdings mit der Auflage, unsere Erfindung der Inquest 2 zu übergeben, bis eine offizielle Untersuchung eingeleitet werden kann. Selbst Sojas Invention zu unseren Gunsten konnte nichts an seinem Urteil ändern. Wir nahmen es natürlich nicht tatenlos hin und machten uns mit Sojas Hilfe auf den Weg, das rechtmäßige Eigentum unserer Crew wieder zu erlangen. Das ist also jetzt, sage ich mal, die kleine Zusammenfassung der letzten Geschichte, die wir erlebt haben. Wir werden nochmal, was wir letztes Mal schon angefangen haben, auch ein wenig auf die Spezialisierung eingehen. Wir haben jetzt hier einzelne Spezialisierungen, einmal die Bosheit, Macht des Schnitters. Ist aber so, wird mit Stufe 21 erst freigeschalten. Deswegen wäre meine Idee, die werden alle mit 21 freigeschalten, dass wir da erst, sage ich mal, drauf eingehen, beziehungsweise die Elite-Spezialisierung ist ab Stufe 80. Das heißt, wir haben, ich gebe jetzt nur mal groben Übersicht über die einzelnen Segmente, die man ab Stufe 21 erlernen können. Und dann, wenn wir soweit sind, gehen wir dann nochmal explizit drauf ein. Also einmal die Bosheit wäre die Spezialisierung, die Flüche, die Todesmagie, Blutmagie und Seelenernten. Ansonsten steht hier nichts wirklich Großartiges erstmal dazu. Vielleicht werden wir auch kurz vorher, sagen wir Stufe 20, die ersten 2, 3 machen, sodass wir dann nicht alles knallfall auf einen Part machen. Aber jetzt ziehen wir erstmal los. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt hin müssen. Darüber, da haben wir auch noch einen Wegpunkt, den wir gar nicht entdeckt haben. Den werden wir uns mal eben holen. Dann mounten wir eben auf, geht ein bisschen schneller. Ein bisschen die Aussicht nebenbei genießen. Natürlich darf ich nicht vergessen, die Begleiter dann nachher wieder zu rufen. Können wir rüberspringen? Ich denke schon. Passt ja momentan, sage ich, ein bisschen zur Farbe. Ich möchte den Azura gerne noch ein bisschen umstylen. Ups, ganz ruhig. Können wir ein Stück zurück? Ganz ruhig. Oh, das wird gefährlich. Ah, haben es geschafft. Kein Problem für uns. Wir sind sowas gewohnt. So, und runter zur Quest, beziehungsweise zum Marker, wo wir hin müssen. Hallo. In der Ecke waren wir ja schon mal. So, waren wir es denn? Da drüben wird es angezeigt, sehr schön. Und Dschungelporgy. So, natürlich wollen wir das. Da winkt auch schon Pol. Oder was zu sagen? Hat nichts zu sagen. Okay. Wir rufen erstmal unsere Begleiter. Erhebe dich, mein Hirnloser. Okay. Okay, Pol wird uns wohl begleiten. Ich scroll mal ein bisschen raus, damit wir ein bisschen mehr Überblick haben. Meister Funkel wartet da. Ja. Du machst ja ein tolles Tarnprotokoll, man sieht dich ja kaum noch. Willkommen bei der Überfallgruppe. Die Inquestur müsste jeden Moment vorbeikommen. Ich bin ganz wild darauf, der Inquestur die Ohrläppchen anzutackern. Gibt's irgendwelche Feinheiten zu beachten? Klar, wir hauen sie fein in die Visage, knacken fein ihre Golems und holen uns wieder, was sie geklaut haben. Meister Funkel hier ist Meister solcher Feinheiten. Fein genug für meinen Geschmack. Genau das, was sie verdienen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das ohne Gewalt zu lösen? Hallo? Leute? Ach, was soll's. Man darf ja wohl noch hoffen. Überfall die Karawane der Inquestur. Der Pol will es wieder auf die friedliche Art und Weise machen. Auch nichts mit uns hier. Wir werden den jetzt schön hier eins überbraten. Ah, das sind sie doch. Können wir den von hinten ancasten? Ich weiß gar nicht. Das geht irgendwie daneben. Okay, ah, jetzt habe ich getroffen. Ich bin nahezu unbesiegbar.
Der eine rennt einfach weiter, das geht aber nicht hier. Ihn juckt es überhaupt nicht. Der Gespinn. Wo ist er jetzt hin? Ich glaube, der ist da, hat sich im Gebüsch versteckt. Ja, da ist er. Nee, das ist ja gar nicht da. Schafft den Interraum Translocator wieder. Ja, damit. Hip. Also, was haben wir denn da? Patentverletzung? Also im Sinne von, mein Patent verletzt euch gleich? Ich wusste, dass ihr Verlierer versuchen würdet, den Interraum-Translokator zu stehlen. Deshalb habe ich euch eine Falle gestellt. Und ihr seid reingetappt, weil ihr dumm seid. Wie habt ihr Ratsmitglied Flax umgedreht? Erpressung? Bestechung? Oder habt ihr ihm nur Angst gemacht? Wenn wir diesen Sumpf hier auffliegen lassen, werdet ihr dafür bezahlen. Ja, und in der Zwischenzeit treten wir euch so hart in den Popo, dass ihr ihn als Mütze tragt. Richtig, Meister Funkel? Korrekt. Bereit machen zum Anlegen der Po-Mütze. Oh ja, ja, sehr bedrohlich. Ich schlottere förmlich vor Angst. So sehr, dass ich euch Restmüllbröckchen kaum wegfegen kann. Etwa so! Nummer 1. Ab in den Kopf mit dir, Nummer 2. Wie werden wir jetzt erstmal? Was mit Nummer 3? Moment, da fängt was an zu krallen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns über eine Fehlfunktion freuen. Wir sollten wahrscheinlich in einem Vulkan rauskommen. Oder in der Kanalisation. Wieder mal. Haben wir wohl Glück gehabt, würde ich sagen. Findet die anderen Mitglieder eures Teams. Sie meinte ja, da fängt was an zu qualmen. Ach, egal. Ab damit. Ich habe Leben erschaffen. Okay. Ja, oder sowas ähnliches. Haben wir natürlich, sind wir ein bisschen in die Falle gedappt. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Wir suchen erstmal unsere anderen Mitglieder. Kommt Pur jetzt eigentlich mit? Ja, kommt mit. Der versteckt sich aber da hinten. Ich glaube, wir sollen hier... Die Inquestur dürfte schon hinter uns her sein. Okay. Kein Problem. Komme ich dann bis darüber? Ja, unsere Begleiter greifen trotzdem an, auch wenn ich außer Reichweite bin. Das ist sehr interessant. So. Die anderen interessiert es gar nicht. Todesstöße. 100 Todesstöße, jawohl. So, wo müssen wir denn überhaupt lang? Gucken wir mal kurz auf die Karte. Da unten gefallener Verbündeter. Oh, oh. Ich ahne Böses. Sieht aber schön hier aus, muss man auch mal sagen. Aber ich sag mal, die Aussicht genießen ist jetzt ein bisschen ungünstig. Wir wollen ja unsere Mitglieder retten. Beziehungsweise erstmal finden. Ob wir sie noch retten können, steht ja noch ein bisschen in den Sternen. Hey, hey. Müssen wir oben oder unten? Ich glaube, wir müssen oben lang. Tatsache, ja gut, da stehen ja auch welche. Kann ich hier außen lang? Hier sieht es unbewacht aus. Habt ihr so gedacht, ne? Da ist Meister Funkel, die haben sie ausgenockt. Gehen wir mal wieder belegen. Oh nein, Meister Funkel. Da muss ich aber einiges reparieren und polieren, bevor du den Namen wieder verdienst. Willkommen zurück, Meister Funkel. Ich muss wissen, was passiert ist. Wo ist Soja? Derzeit unzureichende Daten. Analyse. Da. Ich habe Sojas Peilsignal geortet. Sie ist im Inquestur-Labor in der Provinz Metrika. Wenn Soja dort ist, ist dort auch Theo.
Und für Theo hätte ich ein paar treffende Worte und noch treffendere Fausthiebe. Auf geht's, Meister Funkel. Jetzt holen wir Soja raus. Geht zurück zum Laborpol. Dort seid ihr sicher. Grabt ein wenig herum und versucht etwas zu finden, was uns weiterhilft. Endlich eine Aufgabe, bei der man weder schlagen muss noch geschlagen wird. Bin dran. Okay, das... Oh, Sie haben Pol angegriffen. Der arme Kerl, da wurde doch wieder geschlagen. Die Lorbeeren zurückgeholt, abgeschlossen. Wir bekommen eine, wir können es aussuchen, entweder eine Halskette. Ah ne, ist gar keine Halskette, für die Begleithand einen Holzfokus. Dann hätten wir einen Dietrich oder einen mächtigen Stab, der ist sogar besser als unseren, den wir mal nehmen. Dann hätten wir zum Tauchen diese Aqua-Atmer und zwei Beuteltaschen. Wir werden auf jeden Fall den mächtigen Stab nehmen, weil der ist besser als unserer. Und haben jetzt Stufenaufstieg, sind jetzt Stufe 12. Können wir uns eine Belohnung aussuchen. Entweder eine Kupferdublone mit 10 Konzentration, Granatkiesel mit 3 Kraft, Malachitkiesel mit 3 Zähigkeit und grobes Verwertungskit. Wir nehmen mal, das würde ich sagen, Wiederverwertungskit, Handwerker und Aufwertung. Und ab Stufe 13 gibt es dann 5 Heldenpunkte wieder. Persönliches Kapitel der Stufe oder Kapitel der 2 mit Stufe 20, was ist persönliche Geschichte Kapitel 2 auf Stufe 20 erhaltet ihr persönliche Geschichte Kapitel 2. Okay, wir sind ja noch im Kapitel 1. Und Spezialisierung bzw. die 5 Heldenpunkte hatte ich ja schon gesagt. Dann gehen wir erstmal raus hier, bevor wir dann noch hinterrücks angegriffen werden. Ist natürlich jetzt ein schneller Part gewesen. Ich habe die sonst immer ein bisschen länger so in Erinnerung. Ich habe mit den Char gespielt, da waren die gefühlt immer etwas länger. Wir werden ganz kurz mal gucken. Wir haben jetzt hier das Gewand mit Zähigkeit, werden wir nicht benutzen. Das Verwertungskit, das können wir gleich mal ausprobieren. Gucken kurz in den Beutel rein, ob wir noch was Schönes haben. Ein Speer nicht und Ritzel. Wir können jetzt mal gucken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir für Unterwasserfertigkeiten, Fähigkeiten schon was ausgesucht haben. Wir können sozusagen, das müsste doch auch für Unterwasser sein, oder? Ja, das ist auch für Unterwasser. Das nehmen wir einfach mal rein. So, dann. Hallo? Okay, 6 Verteidigung, 9 Verteidigung, tauschen wir das mal eben aus. Ich glaube, das können wir da nicht verkaufen. Das heißt, wir können jetzt hier draufklicken, einmal verwerten und kriegen Handwerksmaterialien, sage ich mal, raus, die wir dann einlagern können. Dasselbe wäre bei, wir haben Begleithand, können wir das jetzt auswählen? Bin ich mir gar nicht so sicher. Wir haben jetzt hier unseren Optikalium-Fokusstab, haben wir jetzt zweimal drinne. Habe ich gar nicht gewusst, ne? Wieder was Neues dabei. Tauschen wir eben aus. Den können wir auch nicht mehr verkaufen. Können wir auch nicht kaputt machen. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wollte ich mal ausprobieren, ob wir das damit. Ne, können wir nicht reinnehmen. Also, es wird dann sozusagen ersetzt. Das wollen wir nicht. Dann ist das so. Auf irgendwas wollte ich gerade noch gucken, oder habe ich es vergessen? Ich weiß gar nicht. Wir haben ja jetzt nach Brecht in das Spukhaus ein. Da haben wir die Geschichte Soja und Meister Funkel halfen Pol und mir, unseren Translokator wieder zu beschaffen, aber die Infestur erwartete uns bereits. Diese verfluchte Tejo benutzte unseren Translokator, um uns alle in alle Winde zu zerstreuen. Pol, Meister Funkel konnte ich finden, aber nicht Soja. Wir konnten sie nicht in den Fängen der Infestur lassen und nahmen uns zum obersten Ziel, sie zu finden und zu retten. Gucken wir mal eben ganz kurz. Wo müssten wir denn da hin? Da drüben. Das müsste doch, wir probieren das eigentlich doch mal, von der Zeit her müssen wir das doch noch schaffen. Wir porten uns einmal rüber und reiten da gemütlich runter. In der Ecke sind wir ja, glaube ich, schon mal gewesen, also sieht es aus. Mal gucken, ob wir den Soja in diesem Part befreien können. Wow. Schon mal kaputt gemacht. Und da sind wir bei der Mission Ein funkelnde Rettung. Oder eine funkelnde Rettung, so ist es richtig. Und gucken wir mal, wie er was sagt. Ne, diesmal schweigt er. Brecht nach Spukhaus ein. Sollen wir hier rein? Soja benötigt Rettung. Muss lästige Tür aufbrechen. Na, dann mach mal.
Meister Funkel. Priorität, alle Systemaufgaben zurücksetzen, bis Soja gerettet wurde. Bitte geht voran. Ja, okay. So, komm, Funkel einmal auf, oder soll ich das aufmachen jetzt? Funkel? Er will nicht. Na gut, dann machen wir halt die Tür kaputt. Findet Soja. Da kommen sie schon entgegengerannt. Wo brennen die denn? Die haben schon einen Feuerbuff auf sich gehabt. Sehr verwirrend. Ist aber schief gelaufen. Oh Gott. Was geht da drinnen ab? Golems laufen Amok, so das. Muss mal aufpassen. Ich dachte mir zu viele Pullen. Ich meine, so ohnmächtig sind wir jetzt auch noch nicht. Erstmal zurecht mit den ganzen AOE. Der eine macht den Frost, der andere Gift, der andere Fiert. Einfach ausgewichen. Genau das tue ich jetzt. Bis dann. Tschüss. Ja, wir können auch noch Gefangene befreien. Das ist natürlich sehr gut. Was ist da oben? Oh, das oben ist auch noch ein Gefangener. Den helfen wir mal eben. Die befreien wir mal eben. Ja. Wir können auch im Laufen casten. Ist sehr angenehm. Okay. Werdet ihr heute noch nicht getötet. Das ist ja richtig Highlife. Funkel könnte ruhig noch ein bisschen... Genau, danke. Aber warum sind die Golems hier am Ort gelaufen? Ach so, nee, das sind ja die Golems wahrscheinlich von irgendwas zu. Oder schießt er jetzt auf den Golem? Nee, er schießt auch auf den Golem. Okay. Hier brennt doch alles irgendwie. Ob das so gut ist, ich weiß ja nicht. Wir müssen uns noch ein bisschen weiter durchkämpfen und die Augen ein bisschen offen halten nach Gefangenen, die mir mal helfen können. Danke und viel Glück bei der Rettung der anderen. Ich würde helfen, aber ich komme zu spät zu einer Vorlesung. Ja klar, das ist natürlich sehr wichtig. Kann ich verstehen. Was ist das? Trennungsgolem, Prototyp. Uiuiui. Oh, jetzt ist er allein hier. Den werden wir mal als erstes erledigen. Schrei doch immer, wenn du auf dem Fuß stehst. Du. Aber es ist auf jeden Fall angenehm mit den Begleitern, muss ich schon mal zugeben. Hat ein ganz anderes, Spielweise oder ein ganz anderes Flair auf einmal. Müssen wir da durch, wo er steht? Ihr werdet terminiert. Einen schönen Tag noch. Ja, ja. Dir auch. So, da sind wir doch fast da, oder? Zumindest wird hier rechts was angezeigt. Da ist Soja. Soja, seid ihr verletzt? Wir wollten euch retten, aber dem Feuer und den Inquisitorleichen nachzuurteilen, seid ihr auch so klargekommen. Nicht wirklich. Ich habe es ja kaum geschafft, sie mir bis hier vom Leib zu halten. Danke übrigens. Ich wollte nicht von dieser Klippe springen. Ich hasse nasse Socken.
Sie testen unseren Teleporter an Unschuldigen. Wenn Sie fertig sind, entsorgen Sie die Versuchsobjekte mit einem Verbrennungs-Golem-Prototyp. Als ich ausbrach, lag Ihr nächstes Opfer an der Treppe hinter einem Kraftfeld. Ihr habt ihn wahrscheinlich auch gesehen. Habe ich. Es ist an der Zeit, der Inquestur Einhalt zu gebieten. Was bedeutet, dass wir einen Verbrennungs-Golem-Prototypen zerstören? Aus und fertig. Geht vor. Meister Funkel und ich halten euch den Rücken frei. Zerstört den experimentellen Verbrennungsgolem der Inquestur. Ich glaube, die haben wir vorhin schon mal gesehen, aber das sind ja echt makabere Informationen, die wir kriegen von der Inquestur. Also, Junge, 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 da müssen wir natürlich hier Rache üben. Was die da durchführen für Experimente. Hier ist auch alles noch leer, okay. Ja gut, das wird da sein hinter dieser... Ach, da ist er ja. Jetzt ist er... das ist ein Veteran. Ist er natürlich auch noch frei. Kann vergiftet werden, aber gefiert nicht so. Aber er kassiert ganz gut. Also ein bisschen AOE hinsetzen. Oh. Jetzt dreht er sich noch ein bisschen, aber wir sind ja Caster, deswegen alles gut. Ging dann doch recht leicht von der Hand. Trifft Soja wieder. Mechanismus weniger, mit dem die Inquestur die Unschuldigen ausbeuten kann. Jetzt die schlechte Nachricht. Vark hat euch verraten. Ich wollte zuerst nichts sagen, weil ich Verrat noch mehr als Nässe hasse. Und ich mir dachte, vielleicht werde ich ja getötet. Dann muss ich nichts sagen. Pragmatisch wie eh und je. Aber das mit Vark kann ich nicht glauben. Ich kenne ihn schon ewig und er war der Crew gegenüber immer loyal. Diesmal nicht. Vark arbeitet für die Inquestur. Wie sonst hätten sie von unseren Plänen erfahren können? Und warum sonst sollten sie Pol entführen? Ups, habe ich das auch nicht erwähnt? Sie haben Pol entführt, um ihn ruhig zu stellen und ihn als Druckmittel zu verwenden. Das bedeutet eine schwierige Entscheidung. Vark ist allglatt und Pol ist in Gefahr. Kümmert euch um den einen und verliert den anderen. Was ist euch wichtiger? Rache oder Rettung? Egal, wie ihr euch entscheidet, ich komme mit euch. Eieieiei, das sind ja jetzt Informationen. Gut, also Verrat ist natürlich jetzt schon wieder eine krasse Sache. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, aber gut, dann kann man ja noch, sage ich mal, hätte man mitleben können, beziehungsweise natürlich Rache üben. Aber Pol ist auch entführt worden und so. Jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden. Rettet Soja aus dem Spukhaus, ist noch aktiv, entscheidet euch für eine Vorgehensweise. Das eigentlich würde ich jetzt gerne sozusagen abstimmen lassen euch, aber da ich ja dann Angst habe, wenn ich jetzt den Party beende und mich dann wieder einlogge, dass dieser Chronolog, sage ich mal, dann abbricht und wir diesen nochmal neu durchleben müssten, was ja, weiß ich nicht, wir sind jetzt gerade mittendrin und man versetzt sich da auch mit rein und nimmt das ja emotional auch mit. Ist natürlich die Sache, klar, wollen wir Rache üben an Vark, weil das absolut nicht geht, verraten zu werden. Aber Pol dann zu verlieren, dann würde ich eher lieber darauf gehen und sagen, vielleicht haben wir später nochmal die Möglichkeit, Rache zu üben an Vark. Und wir versuchen lieber, unseren Pol da aus der Gefangenschaft zu befreien. Eure Crew, eure Entscheidung. Wollt ihr euren Freund Pol retten oder diesen Ungeziefer Vark vernichten? Dann haben wir die Möglichkeit, Vark hat die Crew verraten und versucht, uns umzubringen. Er muss dafür bezahlen oder Vark ist eine falsche Schlange, aber Pol ist mein Crew-Kamerad. Ich kann ihn nicht einfach sterben lassen, das werden wir natürlich nehmen, ganz klar. Ich weiß, eure Loyalität zu schätzen, aber passt bloß auf, dass euch nicht... das als Schwäche ausgelegt wird. Beim kleinsten Anzeichen davon frisst euch Ratazoom bei lebendigem Leibe auf. Niemand wird denken, ich sei schwach. Nicht nachdem sie gesehen haben, was ich mit der Inquestur anstellen werde. Gehen wir. Und dann kriegen wir für die abgeschlossene Quest eine funkelnde Rettung. Haben wir jetzt einmal eine Leinenkluft. Da hat man jetzt mehr Kraft.
Ein Samtwams und einen die Stoffwams. Wir werden, schätze ich mal, den Leinenwams nehmen. Kraft des Glücks. Kraft des Glücks, Essenz des Glücks kriegen wir und drei Beutetaschen und dann kriegen wir noch ein Silber dazu. Und haben hier noch einen Erfolg Alpha-Handwerker hergestellte edle Handwerksstücke. Gehen wir ganz kurz aus diesem Part raus. Wir haben dann als nächstes nämlich haltet zu eurer Crew, rettet das Crewmitglied Pol vor der Inquestur, trefft Soja nahe der Michuan-Marschen. Drei Versuche, jetzt haben wir es richtig. Portus erstmal zurück. Und da würde ich sagen, passt ja von der Zeit her eigentlich recht gut. Waren diesmal zwei kurze Geschichten, passen eigentlich optimal so in ein paar drei. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Für euch ist es genauso aufregend, spannend wie für mich. Ich versetze mich da gerne rein. Natürlich solche Sachen, wenn man dann vor einer schweren Entscheidung ist, wäre mir natürlich lieber. Ich würde euch dann sagen, wie würdet ihr das gerne haben, entscheiden. Ich hoffe, ich habe den richtigen Weg eingeschlagen, den ihr hättet auch genommen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wie ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.